Ich spiele übrigens Anno. Immer noch. Machst du dann die Anmod? Ach so. Okay. Es ist ganz schlimm, ne? Kaum ist Anno dran, ist der weg. Weg ist er. Ja, ist auch super schön. Ich ärgere mich nur gerade, dass mir Credits fehlen. So. Und damit hallo für einen kurzen Zwischenstand unsererseits zum Thema Gaming-Rechner. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon fleißig am Zocken. Und zwar Anno auf meiner Kiste. Aber Jens, der hat doch so ein Problem. Seine Stimmung ist genauso, wie er gerade aussieht. Denn er kann noch nicht zocken. Ich kann schon zocken. Ich kann nur noch nicht die großen, dicken, fetten Spiele zocken, weil die 40 GB groß sind. Ja, mit seinem Team Fortress und sowas. Das hast du auch installiert. Was? Das hast du auch installiert. Ja, ist richtig. Aber ich habe Anno bei mir drauf. Und wie hast du das gemacht? Wo hast du Anno her? Ich habe Anno über Uplay. Über Uplay? Über Uplay. Nee, ich meine, also hast du das runtergeladen? Ach so, ja, ist runtergeladen. Wie groß ist das? Es waren nur 15 GB. Nur 15? Das ist wirklich wenig. Das war extrem wenig und es ist auch super schnell installiert. Okay, also ich habe mir Anno jetzt nicht gekauft. Ich wollte jetzt, ich habe jetzt gerade Smite am installieren, Shadow of Mordor, weil das halt grafisch etwas aufwendiger ist, dann GTA 5 und natürlich Witcher 3. Die laden jetzt aber alle erstmal die ganze Zeit hier runter, denn die Installation oder die Einrichtung von dem Gerät hat doch ein bisschen länger gedauert als geahnt. Du warst so nach wie vielen Minuten fertig? Na Minuten würde ich nicht sagen, aber es hat schon so eine Stunde, eineinhalb hat das alles gedauert, dann noch mit der Windows 10 Update-Geschichte, also zwei, drei Stunden waren das schon. Okay, bei mir war das ein bisschen länger. Du hast ja den Vorteil, du hast noch einen physischen Datenträger. Du kannst noch mit einem physischen Datenträger arbeiten. Du hast ja einen DVD-Brenner mit drin. Ja, ich habe ihn aber nicht einmal benutzt bisher. Okay, nicht einmal. Windows 10 war nämlich bei dir vorinstalliert. Nein, bei mir nicht. Windows 8. Ich habe gar kein Windows drauf gehabt. Ich habe nämlich nur die Festplatten geholt. Also einmal die Intel 750 SSD PCI Express und einmal eine 1 TB normale physische HDD. Und nirgendwo war natürlich Windows drauf. Daran habe ich erst gedacht, als ich anfing, alles zusammenzubauen. Genauso, wie ich erst daran gedacht habe, dass ich es nicht mehr habe, war, als wir das WLAN nutzen wollten, denn bei meinem Motherboard ist kein WLAN-Adapter mit dabei gewesen. Und kein Bluetooth-Adapter. Und auch kein Bluetooth-Adapter. Das muss ich alles noch nachrüsten, wenn ich es brauche. Das heißt, ich kann mir eine kabellose Tastatur gönnen. Nicht. Und ich habe einfach eine mit Kabel. Aber ich habe ja auch einen großen Rechner, mit dem ich einfach nur was hinstelle und dann ist es gut gewesen. Du kannst mit deinem noch rumrennen auf LAN-Partys. Kannst du dich bitte auf das Video konzentrieren? Hör mal auf zu zocken, was soll denn das? So wie in der Werbung für den Computer, wo diese Flugsteward das Ding in ihrem Koffer mitnimmt. Ja, boah, das war das cheesy, mein Gott. Bei mir gab es ein klitzekleines Problem und zwar, ich kenne mich in der Branche oder in dem Bereich halt in den letzten 10, 15 Jahren fast gar nicht mehr aus. Vielleicht habt ihr das im Livestream mitbekommen. Da gab es ganz, ganz viele Tipps und Hinweise von euch im Chat. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ansonsten hätten wir es wahrscheinlich nicht so schnell oder ich nicht so schnell hinbekommen, zusammenzubauen. Es gab ein paar kleine Hürden immer noch und zwar muss man natürlich darauf achten, welche einzelnen Kabel man in welche Bereiche des Motherboards steckt. Und das hat mich Tatsache locker eine Dreiviertelstunde gekostet, dass länger. Nochmal von null auf richtig herauszufinden, weil das ja auch alles so klein geschrieben ist, dann muss man Dinge wegdrücken. Das hat alles eine ganz schöne Weile gedauert bei mir. Du warst definitiv länger unterwegs. Also das war nee, nur die Kabel stecken. Ach so, nur die Kabel. Nur die Kabel, die vom Gehäuse mit dem Motherboard verbunden werden. Denn man hat ja da einen Powerbutton, man hat die USB-Ports, man hat Lichter, also das und die Lüfter, es gibt drei Lüfter vorne und hinten, vorne gibt es zwei und hinten gibt es einen Lüfter und die müssen ja auch irgendwie mit Strom versorgt werden und das sind halt einfach nur so kleine Kabel, die mir irgendwie nichts gesagt haben. Ich gehe jetzt Petrochemikalien, wie heißt denn das? Harvesten, craften, looten. Looten ist gut. Ich brauche 10 für die nächste Mission und 15 gewinne ich jetzt, wenn ich diesen Militärschlag erfolgreich überlebe. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen drauf gezockt, also erstmal nur Team Fortress angeschmissen, weil wie gesagt, hier läuft erstmal noch nichts drauf, beziehungsweise das lädt erstmal alles runter und die Leitung ist hier halt leider keine 100 Mbit, das dauert halt ein paar Minuten. Ich habe jetzt aber bisher keinerlei grafische Probleme gehabt. Team Fortress habe ich auf alles, wo gibt, hochgeschmissen und da gab es jetzt keine Probleme. Wie sieht es denn mit dir aus? Ja, das ist ja interessant, dass du ansprichst, weil genau in diesem Moment habe ich gerade über die Grafiken nachgedacht. Und zwar, ich spiele jetzt hier gerade auf Full HD. Das abgegriffene Signal bei euch ist auch in Full HD. Ich kann bei meinem Computer theoretisch auf 4K hochschrauben, aber aufgrund des Monitors, des angeschlossenen Monitors, habe ich momentan eine maximale Auflösung von, die zeigt er nicht an,
Nee, tut das ist ja nicht. Das ist ja merkwürdig. Also normal, also eigentlich aufgrund des Monitors müssten es 2560 mal irgendwas sein. Okay. Warum man das jetzt nicht anzeigt, weiß ich nicht. Aber ich kann es in Full HD auf Ultra spielen. Sieht schon nett aus. Interessant ist jedoch, ja. Also man kann ja auch super smooth eigentlich rübergehen. Das sieht doch alles sexy aus. Ja. Selbst hier bei den detaillierten Schiffen geht das eigentlich auch noch klar. Aber eben gerade bei der Eröffnungssequenz, wo man hier über die Landschaft geflogen ist, wo das ja tatsächlich auch, also die Landschaften sind schon sehr hochauflösend. Ja, okay. Da hat man gemerkt, auch wenn ich keinen Frame-Counter jetzt habe, Frames-per-Second-Counter, dass es doch definitiv schon sanfte Einbußen gibt bei der Kiste. Okay. Also es ist natürlich ein aktueller Titel, wenn man hier die Grafik hochschraubt auf Full HD, frisst es schon sehr an der Technik, ja. Aber die Kiste reicht noch gerade so, um es detailliert und in Anführungszeichen flüssig darzustellen. Aber wir kommen auf jeden Fall unter die 30 Bilder pro Sekunde. Von daher für richtige Hardcore-Flüssig-Gamer ist der MSI Nightblade schon sehr hart an der Grenze. Ich frage mit einer, ich erwarte natürlich die richtige Antwort. Ist das jetzt das System, das du so ausgepackt hast? Das ist das System, das ich so fast ausgepackt und ein bisschen modifiziert. Ach, du musstest modifizieren. Was hast du denn gemacht? Ich habe, also einmal natürlich die Software, Windows 10, und alle vorherige, wie nennt man das bei Smartphones, Bloatware runtergeschmissen, dass es nicht so überlagert wird, und den RAM aufgerüstet von 8 auf 16 GB. Das ist jetzt bei dir aber noch genehmigt, weil du ja das System hat nur 1,7 gekostet, also war da generell noch Geld. Es war noch was bis 2000 drin, genau, richtig. Hättest also auch für 300 Euro mehr eine andere Grafikkarte nehmen können? Ja, da wäre es aber kein Fertigsystem mehr von der Stange. Es ist ja so auch nicht, wenn du jetzt RAM aufrüstest. Ja, aber der Initialkauf muss ein Fertigsystem sein. So, und das war halt das Maximum, das ging. Und im Nachhinein, klar, eine Ti, 980 Ti, wie du hast, könnte man theoretisch reinstecken. Ja, der Platz wäre, wir haben es getestet im Livestream. Ja, von der Länge, aber ob es von der Höhe und sowas passt und Kabel und was. Ja, wissen wir nicht. Oder genau, freie Kabelstecker für die Grafikkarte fehlt ja auch noch. Ob genug Platz für Hitzeentwicklung oder für den Lüfter generell ist, das muss man erstmal austesten. Kein Plan. Aber so, also, du sagst, es ist okay. Es ist, ist gut, aber sehr hart an der Grenze. Also in zukunftssicher ist der Rechner nicht. Wir machen es mal so. Wir werden das mal ein bisschen vorbereiten. Wir werden hier noch ein bisschen an Zeug runterladen. Wir werden bei The Witcher installieren. Oh ja. Und dann machen wir ein paar Tests. Und Anno, du wirst auch noch Anno bei der Kuh. Anno werde ich auch noch installieren. Und wir machen mal ein paar Tests. Wir werden mal so einen schönen Counter installieren und dann gucken wir einfach mal bei den gleichen Szenen, wie das aussieht. Und wir werden euch auch auf jeden Fall noch ein Beispiel zeigen, weil du ja ein 4K-Display hast, ich nicht. Werden wir auf jeden Fall auch mal versuchen, bei deiner Konfiguration 4K-Gaming. Wie weit komme ich bei GTA mit 4K? Ja, oder auch bei den 60 aktuellen Frames, Titeln. Ganz klar. Witcher 4K oder Anno 4K. 60 Frames, einfach 120. Kriege ich da alles. Aber überhaupt mal gucken, ob da was in 4K möglich ist mit deiner Config. Ich bin übrigens sehr, sehr stolz auf mich. Also unabhängig von eurer Hilfe habe ich natürlich immer noch nach dem Stream selbst noch zusammenbauen müssen. Und ich habe es tatsächlich hinbekommen, das Ding anzuschließen. Und es hat funktioniert. Heißt also, wir haben kurz eine Dose Applaus für Jens. Applaudier mir selbst. Ja, das ist komisch. Machst du das zu Hause auch? Nein. Ich könnte jetzt einen Spruch sagen, aber den verkneife ich mir bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Kamera aus ist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt jetzt an der Seite oder hier in der Mitte oder hier an der Seite irgendwo noch unsere letzten beiden Videos, ein bisschen News und die Verlinkung zu unseren Social-Media-Kanälen. Da haben wir einmal Twitter, Facebook, Instagram, YouNow, das streamen wir auch ab und zu mal. Ich würde sagen, die machen auch einen Twitch-Kanal auf, wenn wir den noch nicht haben, weil wir können ja jetzt zocken. Vielleicht zocken wir mal mit euch zusammen. Abwechselnd. Ihr könnt ja mal sagen, Rocket League. Wir müssen mit euch mal eine Runde Rocket League spielen. Das machen wir auf jeden Fall. Das muss ich gleich mal installieren. Wir können auch ganz einfache Sachen gemeinsam spielen. Wir können ja ganz entspannt anfangen mit Counter-Strike. Team Fortress. Nee, Counter-Strike ist mir... Dota. Nee, da bin ich nicht. Und Geier. LOL können wir spielen. Das will ich gerade anfangen. Jetzt auf einmal, ja? Ja. Jetzt auf einmal. Ja, es liegt daran... Hört auf den hier. Ja, Vainglory. Der ist im Kopf älter, aber nicht Android, vom Körper. Auf Android daher spiele ich da Vainglory. Da Ansprechpartner. Da, hier. So. Auf Android spiele ich Vainglory noch und deswegen irgendwas müssen wir auch LOL so komisch spielen. Du redest die ganze Zeit. Irgendwas rauscht. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, was mit dem Anschluss ist hier. Das ist irgendwie... Oh, ich habe einen Knopf für rotes Licht.